Moin Leute, geht's euch allen gut? Ja! Oh, das war ganz schön laut. Heute Morgen haben wir schon ein Fußball-AG gehabt mit einer Schule hier. Wer war heute Morgen schon hier? Oh ja. Habt ihr noch Kraft mitgebracht? Ja! Heute Morgen hat es ganz schön geregnet. Ja. Schön, dass ihr jetzt die Sonne mitgebracht habt, Lieben. Ihr habt einen großen Applaus für die, dass ihr alle da seid. Wir machen heute ein Inklusionsturnier. Wer kann mal erklären, was Inklusionsturnier ist? Was heißt das, Inklusion? Fußball spielen. Fußball spielen, ja. Und Kunde holen und Pokal holen. Pokal holen auch noch, also. Ihr merkt Fußball, ganz einfach. Das normale Spiel. Wer kann noch mal erklären, was bedeutet Inklusion? Weiß das jemand? Darf ich? Ja. Inklusion ist die Form halt, das Zeichen für ein Handicap. Ja, sehr gut. Du hast das Wort Handicap schon gesagt. Ein Handicap haben wir gerade schon gesagt. Wir haben junge Spieler hier von SCO Brüttelsheim, die die Gäste sind. Und der Organisator hier ist Nedim. Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir haben eben schon den Jungs erklärt, was bedeutet Inklusion eigentlich. Wir haben gesagt, Handicap ist ein nettes Wort. Manchmal hört man immer Behinderung, das klingt ganz schön doof so. Behinderung ist wie ein Schimpfwort auf einem Schulhof. Das ist heute, sorry für das Wort, scheiße. Wollen wir nicht hören. Ein Handicap kann sein, man kann nicht so gut laufen. Nedim kann richtig schlecht laufen. Hat er recht. Nedim kann auch richtig schlecht schießen. Das ist ein Handicap von ihm. Ich kann ganz schlecht hören auf meinem linken Ohr. Also wenn ihr hier diese Seite mit mir reden wollt, Marco, da höre ich dir nicht zu. Du musst mit mir auf diese Seite kommen. Manchmal ist es schwierig, die Regeln richtig zu verstehen. Wer hat Einwurf und so etwas. Und Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderung, mit Handicap und ohne Handicap zusammen Fußball spielen und eine gute Zeit haben. Eine gute Zeit haben bedeutet auch, wir wollen kein Foulspiel sehen. Und heute wollen wir keine festen Schüsse sehen, so abschießen, so bitte nicht. Spaß haben und Fairplay. So sieht's aus, Jan. Du hast alles gesagt. Wir haben heute zwei Felder aufgebaut. Ein gelbes Feld da drüben, Gruppe 1 da drüben. Ein rotes Feld, Gruppe 2 hier drüben. Und dieses Feld ist immer Team United. Auf diesem Feld sind immer die Incredibles. Seid ihr da? Ja. Oh, hier ist noch ruhig. Tiefschlaf. Und SV Darmstadt 98, seid ihr da? Ja! Oh, die sind da. Auf dieser Seite da drüben, SC Opel D-Jugend, seid ihr da? Ja! BSG Groß-Gerau-Team. Ja. Ja. Sie haben mit zwei Mannschaften heute, weil sie haben so viele, und kriegen noch ein bisschen Unterstützung. Okay? So, damit wir jetzt ein bisschen gemeinsam warm werden, wir haben heute Morgen mit den Kindern schon gespielt, heiße Pizza spielen. Machen wir jetzt nicht. Nein. Ihr habt jetzt 4 Minuten Zeit. Wir bewegen uns alle hier ganz schnell. Und die Aufgabe ist, ihr müsst jemanden kennenlernen, Handschütteln. Ich bin Michi. Wer bist du? Ali. Und dann gehe ich weiter. Ich muss ein paar Leute treffen. Insgesamt muss ich 10 Leute kennengelernt haben. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Fertig. 10 Leute kennenlernen. Lieblingsessen von jemandem ist. Also, Lasagne, okay. Letzte Runde, was ist euer Lieblingsessen? Lernt die Leute kennen. Okay. So, alle sind ein bisschen warm gelaufen, ihr habt euch kennengelernt. Okay, dann lasst uns anfangen mit dem Spiel. Auf Platz 1, Spiel zuerst. BSG 1 gegen BSG 2. Ihr dürft gegeneinander spielen. Auf Platz 2, Team United gegen die Incredibles, Jan. Jawohl! Jetzt! Go!
war ein ganz, ganz tolles Turnier. Vielen Dank, dass ihr hier wart heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja! Team Incredible, bitte nach vorne kommen, großen Applaus, Team Incredible. Noch was an. Das ist mein erster Pott in diesem Jahr 2024. Den Rest Pokale habe ich 2023 geholt. Okay, hallo, sehr gut. Bitteschön. Was denn für die? So, der nächste erste Platz geht an BSG Grosjero. Applaus für den ersten Platz, SC Opel, die Jugend! So, der nächste erste Platz für das Team United aus Köppen!